Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Video Trockenbau. Im ersten Teil, wer von euch es gesehen hat, habt ihr gesehen, wie ich die Unterkonstruktion gestellt habe. Jetzt im zweiten Teil geht es darum, das Ganze zu verplanken. Wie ich da vorgehe, was genau wir machen, das Ganze seht ihr nach dem Intro, bleibt dran. So ihr Lieben, der Installateur war da, hat seine Installation gemacht, das heißt, ich bin wieder hier, ich kann das Ganze zumachen. Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, hä, du bist doch Fliesenleger? Ja, ist korrekt, aber auch wir Fliesenleger machen hier und da mal Trockenbauwände, ist auch alles keine Hexerei. So, es gibt nur eine Sache, die ich direkt mal ansprechen möchte, Zähleruhr, diese Uhr, da müssen wir eine Aussparung machen, im USB und im Regips. Ne? Einfach aus dem Grund, hier kommen nachher Fliesenmagnete rein, hier wird eine magnetische Platte gemacht, dass man die nachher rausholen kann, um den Zähler halt noch abzulesen. Zweites Problem, was wir haben, die Leitungen, die stehen ein bisschen über den Profilen raus. Das heißt, ich muss in dem USB jetzt eine Auslenkung machen und nachher mit dem Regips deckt das aber ab. Ne? Ist ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen blöd, hätte man ein bisschen weiter reingehen können. Ist aber jetzt so, ist auch nicht schlimm, gell? Also man muss sich da halt einfach nur zu helfen wissen. Das bedeutet, die Profile sind fest. Ich habe euch gesagt, dass es eine Zange gibt, die zum Einsatz kommt. Die brauchen wir hier aber nicht. Ich will euch die Zange trotzdem einmal kurz zeigen. Seht ihr diesen Stift? Der drückt sich raus und damit verpitcht ihr im Prinzip zwei Profile ineinander. Ne, das heißt, ihr geht hin, hier unten zum Beispiel am Boden, setzt das dahinter. So. Einmal ein bisschen mit Kraft und dann ist das Profil fest. Ne? So, das Ganze benötigen wir hier aber nicht, weil im Prinzip jedes Profil verschraubt ist in Form von einem Brett. Hier ist ein Brett dran geschraubt, weil hier die Waschmaschine hinkommt. Diese Profile sind an die Toilettenkiste festgemacht, Waschbeckenarmatur und Duscharmatur. Das heißt, wir brauchen das Ganze nicht mehr, um das Ganze fest zu quetschen, weil die Profile sind fest. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir messen uns das. Wir starten von hinten mit einer ganzen Fliese. Ach, mit einer. Jawoll! Fliesenleger halt. Wir starten von hinten mit einer ganzen USB-Platte. Auf 2,50 Meter. Dieses Profil habe ich noch mal ein bisschen nachgerückt, damit wir auf unser 2,50 Meter Raster kommen. In der nächsten Reihe versetzen wir das dann. Denkt dran, keine Kreuzfugen, auch beim Regips nicht. Immer schön versetzen. Und dann starten wir. Ich habe mir diese Platte schon mal angezeichnet. Wir haben hier die Toilette drin und das Waschbecken geht da noch mit rein. Das Ganze habe ich angezeichnet, liegt drüben parat und die werden wir jetzt schneiden. So, hier seht ihr meine Striche. Da ist einmal Abfluss von der Toilette. Das sind die zwei Halter von der Toilette. Und das ist der Anschluss, wo das Wasser nachher rauskommt beim Abspülen. Hier hinten in dem Bereich, hier, dieses Feld müssen wir leider komplett rausschneiden, weil aus eben besagtem Grund die Wasserleitungen stehen ein bisschen über dem Profil raus. Das heißt, wir müssen das ausklinken und nachher beim Regips machen wir die akkuraten Löcher, dann deckt das. So, was brauchen wir? Auf jeden Fall meinen Akkuschrauber. Dann haben wir hier Lochbohrer, Dosenbohrer, verschiedene Größen, ne, für die verschiedenen Löcher zu machen. Und dann noch einen normalen Bohrer bzw. so einen Keilbohrer, womit ich einfach, wenn ich mit der Stichsäge ran muss, womit ich dann einfach ein Loch da reinbohren kann, um die Führung für meine Stichsäge zu haben. Ne? Wir fangen jetzt an, machen erstmal die kleinen Löcher, danach machen wir die Ausklinkungen und dann gehen wir damit rüber und halten die Platte einfach mal ran. Jetzt habe ich mich verletzt beim Abdrehen von dem Ding hier. Ah, naja, weiter geht's. Die Dinger hier, die verkanten sich immer, da kriegt man die fast nicht mehr ab. So. Gutes Werkzeug ist A und O. Ja. Das ist alles schon so stumpf. Ey. Ich habe diese Kasten schon so lange, weil ich halt auch selten Trockenbau mache. Und wenn ich es dann mal mache, dann ist es halt runter. Ne. Naja, so die zwei Löcher haben wir. Das nächste Loch, dieses,
Das wird mit der Stichsäge gemacht. Da mache ich einfach ein Viereck raus und dann ist gut. So ihr Lieben, wie ihr seht, Platte passt. Ich habe die schon mal reingestellt. Jetzt fangen wir an zu schrauben. Ich habe hier Torx-Schrauben, die lassen sich einfach besser reinschrauben und die versenken sich. Ne? Ist immer ätzend, wenn man die falschen Schrauben haben, die sich da versenken. So, 4 Schraubpunkte pro Profil. Einmal unten entlang, so mache ich es halt immer. Ne? Und dann einfach hingehen und schrauben. Ich gebe hinten auf das Profil immer ein bisschen Druck drauf, ne? Damit das nicht wegkeilt. Ab und an mal dahinter gucken, weil manchmal, wenn ihr nicht genau mittig von dem Profil seid, drückt sich so ein Profil mal gern weg. Und aus dem Grund gehe ich immer hin und halte mir das immer ein bisschen bei. Ne? Jawohl. Kann man noch einen hier unten reinmachen. Optimal. So, und ich kontrolliere dann immer, ob das Profil auch wirklich gezogen hat, weil sonst kriegt ihr kleine Buckel da rein. Ne? So, ich schraube das Ganze jetzt weiter fest. Am einfachsten für euch ist es natürlich, wenn ihr, habe ich eine Wasserwaage hier, hier steht es im Moment, wenn ihr hingeht und euch die Profilstriche mit der Wasserwaage einfach verlängert. So. Zack, dann wisst ihr genau, wo eure Schraubpunkte sind. Ne? Da. Hier für den Gabaritkasten, da gehen wir hin und benutzen Schrauben mit einem Schneidkopf. Ne? Gibt extra so Schrauben, die haben so einen Metallschneidkopf, für in die Spülkästen reinzuschrauben. So. Das reicht jetzt schon. Jetzt gehen wir hin und verschrauben alles. So, als nächstes gehen wir hin und messen uns dieses Stück. Normalerweise hätte ich unten abklinken müssen, um da unten das auch zu füllen. In dem Fall machen wir das aber nicht, weil ich muss hier ein Podest hinbauen, ne, von der Dusche, weil wir haben hier nicht genug Gefälle, das heißt, das Podest kommt höher, von daher wird das doch decken, kann ich in der Flucht weitergehen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf das Profil gekommen, das heißt, ich kann die nächste da reinklicken in die Nute Feder und kann das noch auf dem Profil verschrauben. Und dann fangen wir entweder von der anderen Seite an mit dem Reststück der Platte oder wir schneiden das uns so, dass wir wieder auf die Mitte von dem Profil kommen. So, das heißt, wir gehen jetzt hin, wir messen uns das Stück, laufen rüber und schneiden das. So, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich Fliesen anzeige. Ich hole meinen Zollstock, gehe hier auf die Kante und ziehe das runter. Empfehle ich euch bei USB nicht, weil das Ganze das splittert, seht ihr euch direkt splittern. Ne? Zeichnet euch das an, verlängert den Strich und dann ist alles gut. Ne? So Leute, ich werde jetzt nicht mehr bei jedem Schnitt rüberrennen, weil ich zu machen habe, also nicht bei jedem, den ich zu schneiden habe, rüberrennen, sondern wir machen jetzt einfach nur, wie wir alles ranschrauben. Hier wieder dasselbe, ich muss das Ganze ausklinken, die Leitungen gucken zu weit raus. Ist ein bisschen ärgerlich, nervt mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, weil es wäre halt einfacher und schöner, wenn man einfach zwei Löcher machen kann, aber die Leitungen gucken halt zu weit raus, kann ich nicht ändern, also großzügig ausklinken. Und dann mit der Rigipsplatte nachher sauber abdecken. Na, wir gehen hin, wir schrauben das Ganze jetzt fest und schneiden nach und nach die Platten.
So, ihr seht, USB ist drauf. So, jetzt kurze Erklärung. Warum sind hier so Rillen? Ich habe die falsch umgedreht. USB-Platten passen immer nur von einer Seite genau ineinander. Ne? Wenn ihr die falsch umdreht, bekommt ihr Lücken. Ne? Ich habe die einfach verdreht, habe ich nicht aufgepasst. Halb so wild, kommt jetzt doch Rigips drauf. So, warum habe ich hier den Spalt gelassen? Ihr seht es, da ist die Wasseruhr, da kommt nachher eine Revisionsöffnung hin, wird drüber gefliest, aber geschnitten, habe ich ja schon erklärt, mit Fliesenmagnete, damit das Ganze sauber ist. Hier unten habe ich euch erklärt, sieht man es von da? Nein, sieht man nicht. Dann zeige ich euch hier das. Genau. Das, warum? Weil ich nicht über die Leitung kam. Deswegen ein bisschen großzügiger ausgeschnitten. Ne? Kommt aber jetzt Rigips, passt genau drüber, das heißt, wir schneiden die Löcher aus. So, das wäre das. Ich habe jetzt anstatt 4 Schraubpunkte, habe ich doch nur 3 gemacht. Ne, das ist im Prinzip euch überlassen, ob ihr 4 oder 3 Schrauben reinhaut. Ich denke mal, auf eine Schraube mehr oder weniger kommt es da letzten Endes nicht an. Wichtig ist halt nur, dass ihr es wirklich überall verschraubt habt. Wir gehen jetzt hin, ich habe mir den ersten Rigips schon angezeichnet, habe auch schon hinten die Variokante, die Spachtelkante weggeschnitten. Warum ich das gemacht habe, erzähle ich euch jetzt. So Freunde, ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr in der Ecke anfangt, wir stellen die Rigipsplatten hochkant, wenn ihr in der Ecke anfangt, schneidet hier diese Spachtelkante weg. Die ist ja leicht gewölbt, weil hier in dem Fall ist es jetzt nicht so schlimm, da kommen Fliesen drauf, das wird doch einmal komplett mit Gittex abgespachtelt. Aber wenn das nur Trockenbau ist und ihr den spachteln müsst und ihr habt das genau in der Ecke sitzen, das lässt sich einfach scheiße spachteln. Deswegen schneidet man, wenn man in der Ecke anfängt, immer diese Spachtelkante weg, damit ihr diese Ecke einfach nicht ausspachteln müsst, weil das lässt sich nicht gut spachteln. Ne? So, wir haben die Löcher schon angezeichnet, 1, 2, das sind die Löcher für die Armatur. Die schneiden wir jetzt aus. Wenn mein Werkzeug da mal hält, ach, halt nervt mich. Ja, halt nervt mich wirklich sehr. Die ist allerletzte, ich muss mir was Neues kaufen. So. Rigips ist das Schöne, das geht einfach super durch. Jawohl. Vorführeffekt. So, optimal. Ich würde das Ganze aber gerne noch minimal größer schleifen. Dafür hole ich mir diesen Schleifkopf. Wo habe ich den denn liegen? Wo habe ich den liegen? Ah, da hinten ist er. So, den holen wir einmal. Dann machen wir das einmal etwas größer, weil ich weiß, ob wir über die Baustopfen drüber kommen. Deswegen machen wir das Ganze das reicht. Reicht. So, und jetzt gehen wir die Platte drüben anschrauben. So, diese Platte, hier habe ich die Spachtelkante weggeschnitten, kommt jetzt da rein. Ganz wichtig, eine Sache. Rigips runtergefallen, jawohl. Rigips in USB. Das sind, wird das scharf? Nee, ne? Naja, das sind Grobgewindeschrauben. Ihr braucht Schrauben, wir wechseln jetzt die Schrauben. Wir haben jetzt kein Torx mehr, wir haben ganz normale Kreuzschrauben. Wir wechseln Grobgewinde. Grobgewinde ist für ins Holz rein. Dann gibt ihr das Ganze nochmal als Feingewinde, ist für ein Profil rein. Das heißt, wenn ihr Decken abhängt oder so, holt ihr euch die Feingewindeschrauben und wenn ihr in USB reinschraubt, holt ihr euch Grobgewinde. Ne? Denkt da dran. Wir wechseln einmal den Bit. Jawohl. Kreuz drauf. Und dann stellen wir uns die Platte an. Mhm. So. Die steht. Akkuschrauber. Und los geht's. So, und jetzt seht ihr, hier das Loch ist jetzt zu. Gell? Rigips passt drüber, Loch ist zu, war einfach nur, weil der USB nicht abgedeckt hat. Das Ganze passt, wir schrauben das Ganze jetzt fest und dann schneiden wir oben drüber das Stück. Wenn das geschnitten ist, holen wir das Reststück und starten wieder hier unten. Und so geht das dann weiter, so habt ihr automatisch euer Verband.
Rigids übrigens ist oder sollte, denke ich, jedem klar, kann man ganz normal mit dem Cuttermesser schneiden. Das heißt, ihr macht einfach nur einen Ritz und dann könnt ihr da brechen. Genau da, wo ihr geschnitten habt. Schneidet dann von der Rückseite Papier durch und dann habt ihr eure Stücke. Ganz einfach, ne? Rigips kann man ganz locker lässig mit dem Messer schneiden. So, weiter geht's. So Leute, die nächste Platte ist geschnitten. Ihr seht es hier, Revisionsklappe, Abfluss, Toilette. Geht halb rein. Die schrauben jetzt fest. Das nächste. Ich mache das Ganze jetzt. Ich muss ein bisschen Akku sparen, Leute. Mein Akku ist fast leer. Und ich will am Ende noch ein Fazit und ein Endergebnis zeigen. Deswegen schraube ich das Ganze jetzt fest. Ihr habt jetzt ein paar Schraubereien gesehen. Ich schraube das Ganze fest und am Ende gibt es nochmal, wenn ich fertig bin, ein kleines Fazit. Na? Auf geht's. Trockenbauwand ist fertig, ihr seht es im Hintergrund. Ihr seht auch hier die ganzen Striche, die Malerei. Ne, das ist alles schon Arbeit mit den großen Platten. Man muss sich alles ganz genau anzeichnen. Ne? Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Unterkonstruktion-Video habt ihr ja gesehen. Anschließend macht ihr euren USB drauf. Guckt, dass ihr in einem Raster da drauf kommt. Dass ihr immer mit zwei USB-Platten auf ein Profil kommt. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr anschließend einen Rigips drauf. Ich mache das dann immer in die entgegengesetzte Richtung, also hochkant, und dann sieht das Ganze proper aus. Ne? So viel dazu. Hier kommt einmal komplett Gewebe drüber, das heißt, Gewebe wird drüber gespachtelt, deswegen muss ich hier kein Uniflot spachteln oder sonstiges, und dann kann man das Ganze schon fließen. Ne? Das war mein Video zu Trockenbau, zur Ständerwand verkleiden. Den ersten Teil habt ihr ja schon gesehen. In diesem Sinne, wenn Fragen sind, Anregungen, alles in die Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute. Haut rein, euer Fliesenleger. Ciao.